freue mich, hier zu sein und habe mich auch sehr gefreut, von Ramona Wüst hier das Grußwort, wie immer wir das nennen, Fridays for Future, da komme ich dann später auch nochmal darauf zurück. Ich finde es fantastisch, dass die jungen Menschen sich jetzt endlich in Bewegung setzen. Natürlich hätten sie das früher tun sollen, es müssten noch sehr viel mehr werden, aber dass sie jetzt für ihre eigene Zukunft kämpfen und damit auch für diesen Planeten, ist eine großartige Sache und es ist vielleicht ein Kipppunkt weltweit im politischen Regime, auf den wir lange gewartet haben. Und vielleicht braucht es eine moderne Jeanne d'Arc, nämlich Greta Thunberg, um sowas in Gang zu setzen. Darauf werde ich am Schluss noch mit zurückkommen. Ja, wenn Sie meinen Titel sehen, dann ist das vielleicht etwas anderes, als Sie erwartet haben. Ich mache auch niemals denselben Vortrag, weil ich mich dann selber langweile. Und ich habe also auch für Sie mir ein bisschen was anderes überlegt. Natürlich ist die Klimakrise absolut dringend und sie muss gelöst werden, weil sonst alle anderen Probleme auf diesem Planeten zweitrangig werden. Ich vergleiche das oft, wenn ein Schiff in stürmischer See leckschlägt, dann kommt es nicht darauf an, ob jetzt das Essen in der Kantine besonders gut ist und ob die Matrosen ausgebeutet werden oder gar, ob die Bordkapelle Heino spielt, also deutsche Schlager. Das ist zwar alles grässlich, aber ich muss trotzdem das Schiff über Wasser halten. Ja? Und so ist das mit der Klimakrise erstmal. Ja, und insofern wollte ich das Ganze, ich wollte mit Ihnen quasi ein Gedankenspiel durchführen, nämlich, was wäre, wenn CO2 kein Treibhausgas wäre? Also wir würden unsere industrielle Moderne natürlich gestützt haben auf fossile Energien, aber statt CO2 wäre das zum Beispiel Wasserstoff, H2. Riesige Mengen von Wasserstoff, die verfügbar wären, die ohne irgendeine Klimawirkung genutzt werden könnten. Das heißt, all das, was wir getan haben seit 1750, könnten wir klimaneutral tun. Wenn die Physik, die Chemie mitgespielt hätte, wenn also nicht ein dreiatomiges Molekül CO2 sozusagen Basis unserer fossilen Energieressourcen wäre, dann hätten wir keine Klimaproblematik. Und stellen Sie sich einfach vor, wir würden dann auf die Moderne schauen, in alle Sektoren, die Sie auch angesprochen haben, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Verkehr, Wohnen, Bauen, Industrie. Und Sie denken sich das CO2 weg. Kein Klimaproblem. Wäre dann die Moderne in Ordnung? Dann gäbe es immer noch Geflügel-KZs. Dann gäbe es immer noch den Dauerstau. Dann gäbe es immer noch eine Einkommensverteilung, die immer absurder wird. Dann gäbe es immer noch die Zerstörung des öffentlichen städtischen Raumes durch den Verkehr und, und. Das heißt, was ich Ihnen sagen wollte, ist, dass wir ohnehin uns im falschen Film befinden. Der Film begann gut mit der industriellen Revolution und hat enorme Errungenschaften hervorgebracht. Wir könnten hier nicht stehen, wir haben moderne Technik, wir haben ein modernes Gesundheitswesen, es gibt viele Dinge, die natürlich positiv sind, aber dieser Film ist pervertiert, er ist immer mehr zu einem schlechten Film geworden. Und der Klimaspiegel, der zeigt uns nur die hässliche Fratze der Moderne. Das heißt, der Klimaspiegel, und da greife ich auf das auf, was Ramona Wüst gesagt hat, ist auch eine Chance zu erkennen, wie pervers eigentlich unser modernes Leben geworden ist, um dann nach Lösungen zu suchen. Lösungen, die die Klimakrise meistern, natürlich. Denken Sie an meinen Vergleich mit dem Schiff auf hoher See, sonst brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren. Wir stehen in einer existenziellen Krise, aber der uns auch zeigt, dass wir eigentlich in allen Sektoren auf dem falschen Dampfer ohnehin sind, ne? Dass die industrielle Landwirtschaft eine Sackgasse ist und so weiter. Und darüber wollte ich später dann noch ein bisschen sprechen. Das heißt, was Ramona gesagt hat, ist völlig richtig. Finger zeigen, also sind die Großkonzerne, wie auch immer, ja klar, sind die das. Die folgen ihrer eigenen Profitlogik. Es müssen nicht deswegen böse Menschen sein, die dort arbeiten, ne? Aber das Fingerzeigen, das hilft uns da nicht weiter. Ich muss auf mich selber auch schauen, natürlich. Lebensstiländerungen werden notwendig sein. Aber,
Und das ist meine weitergehende Botschaft, abgesehen von dem, was ich eben auch zum aktuellen Stand der Klimaforschung Ihnen sagen werde und der Energiebedarfe. Wir brauchen auch so etwas wie eine neue Erzählung der Moderne. Ja? Das, was ich als Einzelner tue, muss auch eingebettet sein in eine neue Vorstellung, wohin die Moderne eigentlich münden soll. Weil bisher haben wir als einziges Paradigma immer mehr, immer schneller, immer weiter im Grunde genommen. Nicht? Alles ist letztendlich durch Zuwachs materieller energetischer Flüsse dominiert und mit anderen Worten, wir haben eigentlich ein inflationäres Gesellschaftsmodell. Ich bin ja Physiker, die Inflation des Universums ist eine Tatsache. Wo ist der Herr Hartmann noch da? Ja, da ist er, genau. Normalerweise gehen ja die Vorsitzenden weg, wenn die Wissenschaftler ans Pult treten, so kenne ich das. Das ist tatsächlich so. Ja. Ganz gleich, wo man ist, also die Alpha-Tiere, alle männlich, alle mit 50er verschwinden dann sofort, weil sie glauben, sie haben es nicht nötig, sich was von einem weltfremden Physiker erzählen zu lassen. Ja, das meine ich ganz ernst, das ist oft richtig verletzend. Ja? Man bereitet sich vor, man nimmt sich die Zeit und in dem Moment, wo die Grußworte vorbei sind, verschwinden die Herren. Insofern herzlichen Dank, dass Sie mich ertragen. Ja. Ja, und wir müssen eben fragen, gibt es eine bessere Vorstellung der Moderne? Können wir ein gutes Ende vom schlechten Film finden? Nicht? Und da sind wir dann gleich bei, das kann man natürlich über die SDGs beschreiben, also Sustainable Development Goals, aber das ist ja nur so eine Wäscheliste, was man alles eigentlich an Problemen auf dieser Welt angehen sollte. Ich arbeite im Augenblick daran, und es wird hoffentlich mein nächstes Buch sein, eine bessere Vision der Moderne, wo natürlich das Klima gerettet werden muss, das ist die Grundvoraussetzung, wo wir aber auch Wege haben, andere Dinge besser zu machen, die wir einfach schlecht machen, weil wir seit 2 Jahrhunderten uns ausruhen, im Grunde genommen auf den Ergebnissen einer Goldgräberökonomie. Weil das ist es ja, nicht? 1750, 56, wie dann die Dampfmaschine entwickelt wurde, weiterentwickelt wurde, seitdem leben wir von dem fossilen Wald unter der Erde, ja, der sich über hunderte von Millionen Jahren gebildet hat. Und Sie wissen ja, eine Goldgräberökonomie, da kommt es nicht auf Können an, da kommt es nicht auf Anstand an, da kommt es nicht auf Zusammenarbeit, sondern kommt es darauf an, dass man einen Claim absteckt und ihn mit der Waffe in der Hand verteidigt. Und dann kommt so ein Monster heraus wie Saudi-Arabien. Ne? Ja, das ist ein Monsterstaat, ja, der die Menschenrechte missachtet, wie auch immer. Aber ohne Öl wären das eine riesige Fläche Wüste, nicht? Ich war da auch schon, das ist faszinierend, wenn Sie im leeren Viertel unterwegs sind, aber das wäre kein Faktor in der Weltwirtschaft. Aber es gibt unter dem Sand dieses unglaubliche strategische Potenzial, diesen Schatz und diese Goldgräberökonomie. Sie können sie im Westen der USA ja bestaunen, wenn Sie in so eine Goldgräberstadt gehen, nicht? Da ist nichts mehr. Und im Augenblick sind wir gerade dabei, den ganzen Planeten in eine verlassene Goldgräberstadt zu verwandeln. Ja, so viel zur Vorrede und ich habe 173 Folien vorbereitet, das stimmt nicht wirklich, aber fast so viele, aber die werde ich nicht alle zeigen. Beginnen wir einfach mal mit dem, jetzt muss ich mal schauen, also ich kann fast nichts erkennen, Sie wahrscheinlich auch nicht, aber es macht nichts, ich erzähle es Ihnen trotzdem. Also, der Blick in die Geschichte ist ihm einfach ungeheuer wichtig. Der Homo sapiens existiert seit 250.000 Jahren, ist in den Eiszeiten entstanden und eigentlich erst seit 11.000 Jahren haben wir ein stabiles Klima auf diesem Planeten. Nicht? Und unsere Kultur, die eben auf Ackerbau und Viehzucht aufbaut, ist nicht älter, sind dann die ersten Siedlungen entstanden. Das ist die erste Steilstufe in der Entwicklung unserer Zivilisation, die Sesshaftigkeit, die übrigens ganz viele Nachteile mit sich brachte. Selbst das Gehirnvolumen des Homo sapiens ist geschrumpft durch die Sesshaftigkeit. Es ist tatsächlich so, dass die Jäger und Sammler gesünder, beweglicher ohnehin waren, aber sogar intelligenter, weil sie sich ständig an neue Situationen anpassen mussten. Ja? Durch die Sesshaftigkeit sind wir träge, bequem und gierig geworden. Aber das können wir jetzt leider nicht mehr zurückdrehen. Und dann die zweite Steilstufe ist eben genau das, was ich als Goldgräberökonomie bezeichne.
dass wir eben dann auf diesen ungeheuren fossilen Schatz gestoßen sind. Und dann, mal schauen, das ist dann hier das nächste Bild, dann James Watt, 1765 etwas Ungeheuerliches getan hat. Ja? James Watt war ein kränklicher Instrumentenmacher an der Universität, der in seiner Freizeit getüftelt hat. Und er hat etwas Ungeheuerliches getan. Es gab schon die Dampfmaschine von Thomas Newcomen. Der hatte den sagenhaften Wirkungsgrad von 0,5%. Und was hat James Watt getan durch seine Tüfteleien? Er hat das auf 2-3% gesteigert. Und das hat ausgereicht, um die Dampfmaschine aus den Kohlegruben zu emanzipieren, wo sie bis dato nur eingesetzt werden konnte, weil sie eigentlich nur mit der Bruchkohle betrieben werden konnte, die in den Bergwerken herumlag. Die Dampfmaschine wurde nur für das Lenzpumpen, also das Trockenpumpen der Schächte, eingesetzt, das Grubenwasser zu bewältigen. Nicht? Aber mit dieser Steigerung, also da sehen Sie, wie Quantität in Qualität umschlägt, mit dieser Steigerung auf 3% konnte plötzlich dann die Dampfmaschine sich emanzipieren von der Kohlegrube und überall eingesetzt werden, Lokomotiven und so weiter. Was ich nochmal zeigen will, ist eben genau das, der berühmte Goldrausch von 1859, ja, nee, von der Ranch von Sutter, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass San Francisco aus einem kleinen Nest zu einer Großstadt wurde, dass aber die gesamte indigene Bevölkerung Kaliforniens ausgelöscht wurde. Das waren Nebeneffekte, durch Krankheiten, durch Gewalt, wie auch immer. Das gehört auch zur Geschichte von Kalifornien, The Golden State. Wenn Sie sich mal gefragt haben, warum er The Golden State heißt, dann hat das mit dem Goldrausch zu tun. Ne? Und wir leben, wie gesagt, in dieser Goldgräberökonomie. Ich könnte das jetzt in dieser Animation zeigen, aber ich will gleich weitergehen. Und das ist die Reaktion. Sie sehen also hier CO2 in der Atmosphäre. Wir sind jetzt bei 415 inzwischen schon angelangt. Das ist eine Steigerung eines planetarischen Leitparameters um 50% innerhalb kürzester Zeit. Sie sehen, wie steil das hochgeht, geologischen Maßstab. Und entsprechend ist eben die Temperaturreaktion. Das ist keine natürliche Fluktuation. Ich habe hier vor vielen Jahren, oder wie man an der LMU, einen Vortrag gehalten über Klimawandel. Und es war eine der missvergnüglichsten Stunden meines Lebens, weil der Hörsaal war zum Drittel voll und vorne saßen eigentlich nur Klimaskeptiker in den ersten Reihen. Ne? Alles pensionierte Gewerbelehrer und dergleichen, ältere Herren, die die Deutungshoheit zu verlieren drohen über die Welt und deswegen entsprechend schlecht gelaunt waren und über physiologische Dinge will ich gar nicht erst reden, die in diesem Zusammenhang vielleicht relevant wären. Und und da kam natürlich genau das Klimawandel, alles schon mal da gewesen. Ich habe dann unschuldig zurückgefragt, waren Sie dabei? Das haben die Herren dann doch verneint, weil natürlich, die Erde hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Ja? Vor 600 Millionen Jahren hatten wir den Snowball Earth, da war der gesamte Planet mit einer Eisdecke überzogen. Ne? Dann gab es Phasen, wo sämtliche Vulkane Sibiriens CO2 ausgespuckt haben, es war wesentlich wärmer. Aber all das hat sich über Zehntausende von Jahren, Millionen Jahren vollzogen. Was wir heute tun ist, mit einem Zeitraffer schrumpfen wir diese fundamentalen Veränderungen auf ein Hundertstel oder Tausendstel in der Zeit zusammen. Das ist das völlig Neuartige dabei. Nicht? Und Sie sehen hier, das ist keine natürliche Fluktuation, das ist ein disruptives Ereignis. Wir können uns das natürlich bei der Temperaturentwicklung anschauen, aber darauf, glaube ich, muss ich nicht weiter eingehen. Herr Stümpfing hat schon gesagt, eine Debatte, die ich eingebracht habe in die Klimaforschung, ich kann mich nur erinnern, das war bei einer Vorlesung, die ich in Oxford gehalten habe, am Lineker College. Und ich habe gesucht nach einem guten Bild sozusagen, warum 2 Grad Erwärmung ein Problem sein könnte. Und die Antwort war immer, 2 Grad, so.
wenn ich jetzt ins Flugzeug steige und nach Mallorca fliege, dann ist 15 Grad wärmer und das tut mir gerade gut. Oder wenn es kalt ist draußen, muss man sich halt wärmer anziehen und so weiter. Und die Metapher, die ich dann gefunden habe, die, glaube ich, immer wirkt und die Sie gerne auch benutzen können, wenn Sie es nicht schon tun, ist: Die globale Mitteltemperatur ist das Ergebnis von unendlich vielen Ausgleichsprozessen auf der Erde, nicht? Also am Äquator haben Sie natürlich stärkere Sonneneinstrahlung. Diese Wärme muss dann zu den Polen wegtransportiert werden. Dadurch kommen die großen Zeltstrukturen in der Atmosphäre zustande. Sie haben Meeresströmungen wie den Golfstrom, der Temperatur transportiert. Sie haben die Ökosysteme, die transpirieren, dadurch das regionale Klima verändern und so weiter und so weiter. Und es ist so ähnlich wie beim menschlichen Körper. Ihre Körpertemperatur hier wird irgendwo zwischen 36,5 und 37 Grad liegen. Das hoffe ich jedenfalls. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, sind Sie krank und Sie sollten niemand anderen anstecken und möglichst diesen Saal verlassen. Also bitte, seien Sie solidarisch und gehen Sie nach Hause. Was wäre, wenn diese Temperatur um 2 Grad erhöht würde? Dann hätten Sie 39 Grad, das ist Fieber, Sie würden das deutlich spüren. Was wäre eine Erhöhung um 5 Grad? Das wäre Exitus. Ja? Und so ähnlich ist es tatsächlich bei unserem Planeten. Und diese Kippelemente, die sollen quasi die lebenswichtigen Organe unseres planetarischen Ökosystems darstellen. Also die großen Wälder, das Great Barrier Reef, das stirbt im Augenblick vor unseren Augen. Die großen Eisschilde, die Zirkulationsmuster in der Atmosphäre, im Ozean und so weiter. Und das Bild ist wieder, dass wenn Ihre Körpertemperatur durch Fieber erhöht würde um 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad, 5 Grad, welche Organe würden kollabieren als erstes? Die Niere, die Lunge, das Herz, wie auch immer. Und so ähnlich ist es hier. Drum sind 2 Grad enorm viel. Besser wären 1,5 Grad, 1 Grad haben wir schon. Es lohnt sich, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Und wir könnten jetzt durchgehen, diese einzelnen Elemente, das will ich Ihnen ersparen, das ist Teil meiner Forschungsagenda, ist inzwischen eine große Forschungsagenda geworden. Ich wusste damals nicht, was ich damit anstoße, aber so ist es eben manchmal. Ich will Ihnen aber nur erklären, warum wir letztes Jahr so ein komisches Wetter hatten. Das ist vielleicht, Herr Stümpfig ist ja schon darauf eingegangen, nicht? Sie haben das gezeigt, die Daten in Nürnberg, glaube ich, war es, die Messstelle. Es hat zu tun damit, dass wenn wir die Erde erwärmen, das kein gleichmäßiger Prozess ist. Für Physiker jetzt, es geht nicht nur um Thermodynamik, sondern es geht auch um Dynamik. Wenn wir unsere Atmosphäre anheizen, dann reagiert sie auch, indem die Muster, die Zirkulationsmuster sich verändern. Und auf meiner Grafik, jetzt gehen wir nochmal zurück, da sehen Sie den Jetstream eingezeichnet, also Strahlstrom, wie auch immer Sie das nennen wollen. Das ist dieses Windband, Hochgeschwindigkeit 200 bis 300 Kilometer, 10 bis 12 Kilometer über der Erde, was quasi die arktische Luft von der gemäßigten Luft trennt. Und angetrieben wird dieses West-Ost-Band von der Temperaturdifferenz genau. Das hat sich über viele tausend Jahre jetzt eingestellt nach der letzten Eiszeit. Und Sie können hier so eine Simulation sehen, wo je röter, desto höher ist die Geschwindigkeit. Da sieht man die Bewegung dieses Jetstream. Und jetzt passiert was Interessantes im Augenblick. Und das hat damit zu tun, dass der Klimawandel ein transientes, ein vorübergehendes Phänomen zunächst einmal ist. Also Sie sehen hier diese sogenannten Rossby-Wellen, nach einem berühmten Meteorologen benannt. Hier haben Sie also über dem Mittelwesten eine Süd-Nord-Ausbuchtung. Wenn die jetzt stehen bleibt für 6 Wochen, dann haben Sie ein massives Problem dort. Ja? Dann haben Sie eine Hitzewelle, eine Dürre und so weiter. Nun ist es so, bevor der menschgemachte Klimawandel einsetzte, sind solche Wellen tatsächlich in 2 bis 3 Tagen vorbeigezogen und wanderten dann Atlantische Tiefs, ja, wie auch immer, Azorenhochs. Aber wir haben festgestellt in der letzten Zeit, dass diese Wellen erstens größer werden,
weil nämlich die Temperaturdifferenz geringer ist. Der Jetstream hängt sozusagen durch, er wird immer schlaffer, weil er immer weniger angetrieben wird. Und diese Wellen bleiben ortsfest für immer länger. So. Und das ist jetzt wirklich interessante Physik. Wir haben das zunächst tatsächlich in unseren Gleichungen gesehen als Phänomen, aber ich kann Ihnen das relativ anschaulich erklären. Also, dass die Temperaturdifferenz zwischen Arktis und unseren gemäßigten Breiten geringer wird, ist offensichtlich, weil sich die Arktis 2 bis 3 Mal so schnell erwärmt, wie unsere Breiten, weil es da eine positive Rückkopplung gibt. Wenn das Meereis schmilzt, dann kommen die dunklen Wasserflächen zum Vorschein und die absorbieren mehr Sonnenlicht und so weiter. Das können wir erklären. Die Arktis ist sozusagen der Kanarienvogel in der Mine, im Kohlebergwerk in diesem Fall. Das heißt, die horizontale Schichtung verändert sich. Ja? Also im Norden haben sie höhere Temperaturen. Unsere gemäßigten Breiten holen nicht auf, dadurch wird die Differenz geringer. Das ist das eine. Deswegen wird der Jetstream schwächer. Ich glaube, das kann man physikalisch nachvollziehen. Jetzt kommt aber noch was dazu. Durch die Erderwärmung ist es so, dass die Kontinente sich schneller erwärmen als das Meer, weil das Meer eine andere Wärmekapazität hat. Oder? Das weiß jeder. Wenn Sie Wasser kochen und stehen lassen, ist es über viele Stunden noch warm. Eine Steinplatte wird sich ganz schnell abkühlen. Das heißt, wir haben, da die Kontinente fast alle von Norden nach Süden ausgerichtet sind, haben wir auch eine vertikale Veränderung der Struktur. Die Rossby-Wellen, die früher wanderten, bleiben an den Kontinentalrändern hängen. Das ist natürlich eine extreme Vereinfachung der Physik, aber das ist untersetzt sowohl von Daten wie eben auch von den Wellengleichungen, die wir uns anschauen und simulieren. Mit anderen Worten, im Übergangsphänomen, bevor sich die ganze Erde gleichmäßig erwärmt hat, also und die Ozeane brauchen verdammt lang, bis sie sich erwärmen, haben wir genau das, dass der Golfstrom seinen Charakter völlig verändert. Ich sage immer Golfstrom, es tut mir leid, es ist der Jetstream, der Golfstrom geht es nämlich ähnlich. Der Jetstream verändert seinen Charakter vollkommen. Das bedeutet, wir haben die klare Tendenz, hier gerade in Mitteleuropa, dass wir extreme Wetterlagen bekommen, entweder Dürren, Hitze, wie im letzten Jahr, 2018, oder kurz davor, 2017, was ein völlig verregnetes Jahr, vor allem in Norddeutschland. Die Bauern konnten zum Teil nicht mehr mit ihren Traktoren auf die Felder fahren, weil die einfach versumpft sind dort. Und dieses Pendeln, diese Pendelbewegung, das ist das große Problem. Wer das also mal nachlesen will, Dürresommer letztes Jahr, wir haben gerade eine Arbeit rausgebracht, die erklärt, dass im April letzten Jahres sich gebildet hat, was wir eine Welle 7 nennen. Das heißt, wenn Sie das durchzählen, können Sie genau 7 Perioden um die Erde herum finden. Da ist der Jetstream eingerastet in einer festen, stabilen Struktur. Und das hat dazu geführt, dass wir eigentlich seit April letzten Jahres, keine Veränderung in der Atmosphärendynamik hatten in unseren Breiten. Es ging dann bis in Oktober hinein im Grunde genommen. Das ist tatsächlich eine Begleiterscheinung des Klimawandels. Und das ist etwas, was niemand früher auf den Schirmen hatten. Wir haben das gesehen in unseren Daten um 2003 herum. Wir haben es dann versucht zu publizieren und wir haben es erst natürlich, wie man das so tut, als Wissenschaftler bei Nature eingereicht, damit es also auch jeder mitkriegt, wurde sofort abgelehnt. Dann haben wir es bei Science eingereicht, wurde wieder abgelehnt. Dann gehen wir immer weiter runter in der Hierarchie der Zeitschriften und es wurde von allen abgelehnt. Und da wusste ich, dass wir was Großes gefunden hatten. Und jetzt ist ein ganzer Forschungszweig daraus entstanden. Nicht? Aber es zeigt Ihnen einfach nur, wie hinterhältig die Physik sein kann. Ne? Das ist eben nicht so mit, jetzt wird es wärmer. Die Meteorologen haben ja lange bestritten, dass es sowas wie den Klimawandel gibt. Die haben in ihren Datenreihen nachgeschaut und haben gefunden, 1889 war es in München auch schon mal warm. Also kann es keinen Klimawandel geben, nicht? Alles schon mal da gewesen. Aber inzwischen sind sie umgeschwenkt, ja? Selbst der Deutsche Wetterdienst in diesem Fall. Ja,
Das zu diesen Dingen. Ich will jetzt mal einiges überspringen, aber auf das muss ich jetzt eingehen, weil wenn Sie sich diese Kippelemente anschauen, der grönländische Eisschild, der Sommermonsun, der Golfstrom, in diesem Fall wirklich, thermaline Zirkulation, der Jetstream. Wir haben im letzten August veröffentlicht eine Arbeit, die dann um die ganze Welt ging, und in der Presseerklärung dafür habe ich dann das Wort Heißzeit verwendet. Es wurde dann Wort des Jahres auch, Hot House Earth Paper, das ist das meistzitierte gewesen in der gesamten physikalischen Literatur letztes Jahr. Und dort haben wir Folgendes uns überlegt, und das ist jetzt eine ganz wichtige Überlegung für Sie alle, weil wir haben ja im Pariser Abkommen quasi völkerrechtlich festgelegt, dass die Erderwärmung unterhalb von 2 Grad zu begrenzen ist, wenn möglich auf 1,5 Grad, das ist alles richtig. Und Sie haben ja vorgerechnet das Budget für die Atmosphäre. Also wir haben in der Tat ein Budget von CO2 weltweit. Wenn wir das einsetzen, können wir ausrechnen, wie weit wir die Erde im Temperaturraum verschieben. Und nehmen wir an, wir tun das genauso, wie wenn wir genau abgemessen Treibstoff einfüllen in ein Fahrzeug, dann wissen wir genau, wie weit es kommt. Also wir füllen genau das Kohlenstoffbudget ein, das uns bei 2 Grad zum Stehen bringt. Dann ist die Frage, die sich komischerweise kaum jemand gestellt hat, tut uns das System dann einen Gefallen und bleibt dort sicher sitzen? Ja, es könnte ja sein, dass Sie Ihren Lastwagen auf dem abschüssigen Gelände vorwärts getrieben haben mit einer genau bemessenen Tankfüllung. Ja? Und die Frage haben wir uns auch früher schon oft gestellt, es war völlig tabu in der Wissenschaft darüber überhaupt nachzudenken, ist der sogenannte galoppierende Treibhauseffekt. Könnte es sein, dass wenn wir die Erde um 2 Grad verschieben im Temperaturraum, dass das System sich dann selbstständig macht, ja? Und dass es einfach wegrutscht? Bisher hat immer dominiert die sogenannte Gaia-Theorie von meinem Freund Jim Lovelock, der in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, immer noch bester Gesundheit ist, der eher davon ausging, dass das System sich selbstständig wieder zurückkrümmt. Das heißt, wir schieben es um 2 Grad weiter und dann verhält es sich so durch Rückkopplungskräfte, dass es wieder zurückrollt zu unserer jetzigen Temperatur. Das war so ein bisschen die Ideologie gewissermaßen, mit der diese Dinge diskutiert werden. Aber die andere Möglichkeit war völlig tabu zu diskutieren. Das haben wir in diesem Paper getan. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Was haben wir getan? Wir haben uns die Wechselwirkungen zwischen diesen Kippelementen angeschaut. Also stellen Sie sich vor, Grönland schmilzt ab, beginnt abzuschmelzen. Das wird dann ein irreversibler Prozess. Dann kommt enorm viel Süßwasser in die Labradorsee vor die Küste Grönlands. Das wiederum unterdrückt den Golfstrom, jedenfalls teilweise schwächt ihn. Das wiederum wirkt sich aus auf die marine Produktion, Bioproduktion im Südatlantik und so weiter. Sie haben Kaskaden, wir haben 14 Kaskaden identifiziert, und das führt dazu, dass die 2 Grad Erwärmungen sofort verstärkt würden in Richtung 2,4 Grad in diesem Fall. Aber was wäre, wenn jetzt dann Wälder sterben? Wird enorm viel CO2. Was ist, wenn Methan ausgast aus Sibirien und Alaska? Das heißt, wir kommen zu dem Ergebnis, dass es auch möglich wäre, dass wir mit unserem wohl abgemessenen Kohlenstoffbudget bei 2 Grad zu stoppen versuchen, also das System dort parken, dass es sich aber dann einfach selbstständig macht. Und dann würden wir Folgendes tun, weil wir haben natürlich in die Erdgeschichte geschaut. Ein üblicher Vorwurf an uns Klimaforscher ist, das sind ja alles nur Computermodelle. Also wer sagt nur Computermodelle, hat nie versucht, eins aufzusetzen, ne? und dann auch die Gleichungen zu lösen. Also da stecken 20 Jahre Physik und Mathematik drin, nicht? Aber was wir natürlich tun, wir versuchen zu validieren unsere Modelle, indem wir in die Erdgeschichte zurückblicken. Und was Sie hier sehen, ist ein Blick 60 Millionen Jahre zurück, das können Sie jetzt sehr schlecht erkennen, ich sage es Ihnen einfach. Vergleichbare Verhältnisse an CO2 hatten wir im sogenannten Pliozän vor 2,5 Millionen Jahren, da war die Erde 2 bis 3 Grad wärmer.
im Miozän, das war vor 15 Millionen Jahren, da war die Erde aber 5 bis 6 Grad wärmer. Und dann noch mehr im Eozän, das ist 60 Millionen Jahre. Da war die Erde allerdings 8 bis 12 Grad wärmer. Das heißt, unter gleichen Bedingungen könnte eines dieser drei Szenarien einsetzen. Und das schon, wenn wir jetzt CO2 stoppen würden. Ne? Selbst unter den jetzigen Bedingungen könnte es sein, dass wir die Erde innerhalb von Jahrhunderten im Temperaturraum um 60 Millionen Jahre zurückschieben. Ich kann mir keine größere Störung eines funktionierenden Systems vorstellen. Ne? Das ist, im Englischen würde man sagen, mind-boggling. Ja? Das ist völlig verrückt. Und das ist eben auch das, was Ramona Wüst angesprochen hat. Ja? Es ist eine absolut existenzielle Krise. Wenn das Haus brennt und ich Feuer schreie, bin ich kein Alarmist, sondern ich versuche, möglichst noch zu retten, was zu retten ist. Aber so wurden wir Wissenschaftler immer angesehen, nicht? Wenn ich irgendwo was sagte zu Effekten dieser Art, dann hat der Spiegel sofort ein Interview mit einem sogenannten besonnenen Wissenschaftler, will gar keinen Namen nennen, durchgeführt. Das tun sie sogar immer noch und so nach dem Motto, na mal halblang, so schlimm wird es schon nicht werden. Dieser Gestus der Souveränität, also ich lasse mich noch lange nicht bange machen. Was für ein blödsinniger Macho-Ansatz in diesem Fall. Nein, natürlich müssen wir in Panik geraten unter diesen Verhältnissen. Ich bin in Panik. Ich wache manchmal morgens auf und denke, es ist nichts mehr zu retten. Und dann hat man wieder einen besseren Tag. Aber wir stehen an der Schwelle zur Vernichtung unserer Zivilisation. Es ist so. Ich habe die Gelegenheit gehabt, dass hier in München in einem sehr noblen Ambiente, nämlich, gehen wir mal weiter, im Bayerischen Hof, bei der Munich Security Conference vorzustellen. Zum ersten Mal war das Thema Klima im Plenarsaal in diesem Fall. Und zwar nicht so gut besucht wie der Auftritt von Mike Pence zum Beispiel, aber es ist angekommen endlich, ja? Weil es ist ein enormes Sicherheitsrisiko. Wir hatten vorher eine Debatte in einem der Nebensäle über, ich habe also diesen Titel bewusst gewählt, Is This How Our Civilization Ends? Und die Antwort ist offen in diesem Fall. Und da war dann erste Debatte über die Arktis und norwegische Premierministerin hat sich mit einem russischen General gestritten, ob die Russen jetzt da zwei U-Boote heimlich um den Nordpol herumkreisen lassen oder nicht. Über das Klima wurde so gut wie gar nicht geredet, nicht? Und dann gab es natürlich die Debatte um die Krim, die Annexion und so weiter. Und ich habe dann diese Bilder hier gezeigt. So, im Hot House Earth sieht die Küstenlinie von Europa so aus. Ja? Sie können sich das anschauen. Ich kann übrigens meinen Vortrag auch allen zur Verfügung stellen, wenn Sie das jetzt hier nicht so gut erkennen können. Gehen Sie, wie heißt das hin? Geht hin in alle Welt und verbreitet den Glauben und die Wahrheit. Also Sie können das gerne tun. Das ist jetzt eben kein Glaube, sondern es sind die Fakten, das sind die Zahlen. Und schauen Sie sich mal an, was von der Krim übrig bleibt. Die Debatte ist fruchtlos. Übrigens auch der Brexit ist zur Hälfte gelöst. Ich habe lange in England gelebt. Ich finde das ganz schrecklich, was da geschieht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch ein zweites Referendum. Das Problem Trump, zumindest seine Latifundien, ist auch gelöst, weil Kalifornien nicht mehr existiert. Das ist übrigens die größte Überflutung, die passieren würde bei 70 Meter Meeresspiegelanstieg. Bis weit ins texanische Becken hinein würde das Land verschwinden in diesem Fall. Aber am schlimmsten würde es Südostasien treffen. Suchen Sie sich irgendeine Küstenstadt aus, irgendeine Hauptstadt sogar, Phnom Penh, die wären alle verschwunden in diesem Fall. Dort leben aber 3,5 Milliarden Menschen, 4 Milliarden Menschen inzwischen. Es ist eigentlich unvorstellbar. Und genauso ist es so, dass aber wegen der Kombination von Temperatur und Luftfeuchtigkeit die inneren Tropen unbewohnbar würden, wenn wir Business as usual machen. Auch das ist jetzt nicht irgendeine hysterische Außenseitermeinung, das ist in der besten Zeitschrift veröffentlicht, von Medizinern,
Das heißt, die inneren Tropen, teilweise auch die äußeren Tropen, würden rund ums Jahr herum Temperaturen und Luftfeuchtigkeit haben, dass sie im Freien ohne Klimaanlage nicht überleben können. 2-3 Stunden vielleicht. Was bedeuten würde, dass diese Räume entleert werden müssen von Menschen. Genauso wie die Küstenzonen, genauso wie die Kulturen, die auf Schmelzwasser aus den Gletschern angewiesen sind. Wenn Sie da herumgehen um die Erde, kommen Sie auf potenziell 3-4 Milliarden Menschen, die wir, wie sagt man so schön, translozieren müssten. Und deswegen habe ich zunächst einmal angestoßen, eine Idee, die dann, die ich ja vorgestellt habe auf dem Grünen Parteitag, die dann von der Grünen Jugend aufgegriffen wurde und, glaube ich, auch zu erheblichen Streit innerhalb der Partei geführt hat, das ist mir aber völlig egal. Und ich habe die Idee ins Spiel gebracht und inzwischen ist das auch studiert und untersetzt. Sollen wir nicht sowas wie einen Nansen-Pass einführen? Fridtjof Nansen, der Gottvater der Polarforschung, Friedensnobelpreisträger, hat 1923 für all die Menschen, die in den Wirren des Ersten Weltkriegs ihre Staatsangehörigkeit verloren haben, Lenin hat zum Beispiel Millionen Menschen einfach die Staatsbürgerschaft entzogen, zum Beispiel Stravinsky und Marc Chagall. Nansen hat vorgeschlagen, dass man denen einen internationalen Pass gibt, den sogenannten Nansen-Pass, der irgendwann auch von über 50 Ländern anerkannt wurde. Es war zwar ein erbärmliches Dokument, man war immer Mensch zweiter Klasse, aber man hatte Zugang zu einigen Ländern. Und mein Vorschlag war der, dass wir all den Territorien, Inselstaaten, die komplett versinken und so weiter, Länder, die von der Wüste geschluckt werden, dass wir all den Staatsbürgern einen Klimapass anbieten und insbesondere die Länder, die am meisten dazu beigetragen haben, dass diese Länder eben verloren gehen. Nicht? Scheint absolut logisch zu sein. Und zu meiner Freude hat es die Partei aufgenommen. Ich glaube, es ist auch im Europa-Wahlprogramm irgendwo versteckt, wahrscheinlich gut versteckt, aber trotzdem da, nicht? Es ist natürlich ein irrsinniger Gedanke einerseits, aber gleichzeitig ist er zwingend logisch und humanitär notwendig. Und es gab dann eine bösartige Rezension in der Zeit. Die Zeit, würde man denken, die Zitadelle des linksliberalen Milieus. Und da schrieb dann ein Herr, sagte, ja, hört sich erstmal völlig logisch an, diese Idee, ist aber total verrückt. Jetzt war ich natürlich gespannt darauf, die Begründung, warum das so verrückt ist. Und die Begründung hat mich dann wirklich erschreckt. Die Begründung war, dass er sagte, ja, Klimawandel findet statt. Ja, diese Territorien werden unbewohnbar. Aber jetzt rechnen wir mal aus, wie viele Menschen dann in den Genuss dieses Passes kämen. Und das geht gar nicht. Das sind nämlich zu viele. Und was er nicht geschrieben hat, das wäre die Abschlusszeile, ich habe also wirklich überlegt, ob ich ihm schreibe oder nicht, aber es ist völlig sinnlos sowas, er hätte nur noch schreiben sollen, damit wir in unserem Wohlstand leben können, sollen die doch bitte vor Ort verrecken. Das hat gefehlt, aber das war die unausgesprochene Konsequenz. Jetzt zeige ich Ihnen aber als Kontrast da noch dazu, die Beiträge der einzelnen Länder zur Erderwärmung. Das ist eine Studie, die mein Kollege Malte Meinshausen produziert hat. Das ist jetzt für Sie schwer erkennbar, aber ich sage Ihnen die wichtigsten Ergebnisse auch noch. Da ist auf einer Farbskala aufgetragen die jeweilige nationale Politik, sagen wir mal von Senegal oder Kanada, zu welcher globalen Erwärmung sie beitragen würde, wenn sie sozusagen globaler Maßstab wäre. Ja? Dann zogen sie sich ihr Lieblingsland heraus, Kanada zum Beispiel. Kanadas Politik ist auf 5 Grad Kurs. Deutschland ist auf 3 Grad Kurs, USA auf 4 Grad und so weiter. Sie können herumgehen. Die einzigen Länder, die im Einklang sind mit dem Pariser Abkommen, die sind grün gezeichnet. Das sind die Subsahara-Afrika-Staaten. Das sind genau die, deren Region unbewohnbar wird durch den Klimawandel. Ist das gerecht? Das ist die größte humanitäre
Herausforderung, die wir jemals hatten in der Geschichte unserer Zivilisation. Ne? Und Sie verstehen, unter diesen Bedingungen wäre so ein Instrument ins Spiel zu bringen, wenigstens zu diskutieren, wie der Klimapass, eine wichtige Geschichte. Ich glaube nicht, dass das jemals realisiert wird. Aber wenn es nur helfen würde, dass manche Politiker sich eingestehen, dass sie ein Verbrechen an der Menschlichkeit begehen, wenn sie nicht ihre Emissionen so schnell wie möglich herunterbringen, dann wäre der Sache schon gedient in diesem Fall. Ja, was tun wir hier in Deutschland? Wir haben die wunderbare Energiewende, aber wir haben auch eine noch viel wunderbarere Kommission gehabt. Das ist die sogenannte Kohlekommission, der ich angehört habe und deren Kompromiss natürlich von allen geprügelt wurde. An anderer Stelle könnte ich Ihnen mal erzählen, wie das alles zustande kam und warum nichts Besseres möglich war. Das Ganze wurde dann am Schluss in einer 21-Stunden-Sitzung ohne Pause ausgekartet oder wie auch immer wir das nennen. Und zwei Aspekte dazu, nur als Kommentar. Erstens war das eine zivilgesellschaftliche Kommission, die natürlich schief besetzt war mit einem deutlichen Übergewicht der Interessenvertreter des fossilen Wirtschaftens. Aber es waren immerhin eine Art Sperrminorität der Umweltverbände drin. Aber was eben wirklich am stärksten auffiel, ist, dass zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften kein Blatt Papier passte, nicht? Die Gewerkschaften waren sogar noch reaktionärer als der BDI in diesem Fall. Ja? Und das ist, für mich war das Schock, wirklich ein Schockerlebnis, ja? Weil wann immer jemand sagte, ja, aber das können wir uns nicht leisten, dann ist sofort ein Vertreter der Gewerkschaften aufgestanden und hat gesagt, völlig recht, was der Herr BDI-Präsident da gesagt hat. Ja? Ich habe das so noch nie erlebt, dass Kapital und Arbeit zusammenarbeiten hundertprozentig an der Zerstörung unseres Planeten. So, das war die erste Bemerkung und die andere ist die, dass dort ein Kohleausstieg bis allerspätestens 2038 beschlossen ist, möglicherweise 2035. Meiner Ansicht nach die reine Tatsache, dass es sowas wie eine Sunset Clause gibt, also dass irgendwann Schluss ist, wird den Kohleausstieg deutlich nach vorne schieben noch. Aber das ist das Leichteste in der ganzen Klimaschutzgeschichte. Also aus der Kohle auszusteigen, ist eigentlich ein Spaziergang im Park im Vergleich etwa zur Verkehrswende und so weiter. Nicht? So ist das. Aber vielleicht nur diese Anmerkung so. Was müssen wir tun? Auch das will ich relativ pauschal sagen, weil eine Seite völlig unterbelichtet wurde. Allerdings haben Sie hier in Bayern da was Enormes geschafft mit dem Volksbegehren. Natürlich müssen wir die Welt dekarbonisieren und zwar komplett bis 2040. Soll heißen, bis dahin müssen eigentlich alle Emissionen aus fossilen Energieträgern verschwinden, 2040, nicht 2050, um überhaupt eine Chance zu haben, irgendwo in Nähe von 1,5 Grad zu kommen. Das ist das eine. Aber und dafür gibt es die Solarenergie, viele Möglichkeiten, die immer unterschätzt werden auch. Also ich habe da eine Reihe von Dingen, aber das klicke ich mal kurz durch. Man kann so eine Art exponentielle Steigerung der Solarenergie weltweit bekommen. Das Potenzial ist ungeheuer groß. Die Zuwachsraten bei der Installation liegen bei 25% in den letzten Jahren. Das ist super schnell und das ist eine exponentielle Entwicklung von ungeheurer Bedeutung. Aber das alles nutzt uns überhaupt nichts, wenn wir unsere besten Freunde töten. Soll heißen, von den CO2-Ausstoß 50 Gigatonnen weltweit pro Jahr werden fast 2/3 von den natürlichen Systemen aufgenommen. Ozeane, Ökosysteme und so weiter. Sonst wären wir schon längst mit der Temperatur durch die Decke gegangen. Ne? Das heißt, das sind unsere Freunde, wenn es darum geht, die Erderwärmung zu begrenzen. Was tun wir? Wir legen Axt an sie. Wir vermüllen sie, wie auch immer. Wenn man gleichzeitig die Emissionen nicht begrenzt,
und sogar noch die wenigen Senken, die wir auf diesem Planeten haben, zerstört, die uns wenigstens einen Teil der Last abnehmen würden, dann kann ich nur noch gegen die Wand fahren. Ne? Das heißt, die Doppelstrategie muss sein, Dekarbonisierung, völlig klar, aber das Ganze nutzt nur, wenn wir die natürlichen Senken nicht nur nicht zerstören, sondern sogar stärken. Das heißt, wieder Aufforstung, wieder mehr Feuchtgebiete, wieder Mangroven und so weiter. Nicht? Ohne diese Doppelstrategie haben wir nicht die geringste Chance, das Pariser Abkommen umzusetzen. Und drum ist die Artenvielfalt, deswegen ist das Volksbegehren und so weiter ungeheuer wichtig. Es ist die andere Seite der Medaille. So, ich komme jetzt nochmal, und ich klicke das einfach durch. Ich meine, diesen Bericht haben Sie alle wahrgenommen, ne? Der ist erst vor ein paar Tagen erschienen, das ist bestürzend, aber nicht überraschend für uns. Aber jetzt komme ich nochmal zu dem Narrativ der Moderne zurück. Ich will Ihnen einfach ein paar Beispiele geben, warum wir im falschen Film sind, das kennen Sie alles. Aber wenn man es mal zusammenfasst, ist es doch erschreckend. Ich meine, wir haben hier die Sustainable Development Goals. Es gibt die bunten Plaketten, die man tragen kann und dann kann man sich auch gut fühlen. Aber das Ganze ist meiner Ansicht nach völlig wirkungslos. Ne? Also man kann diese SDGs natürlich formulieren und versuchen anzustreben. Jedes dieser Ziele unterschreibe ich. Aber es ist halt wie wenn Sie in ein großes Kaufhaus gehen und die Regale sind voll mit guten Dingen. Sie können sich irgendwas rausholen, nach Hause gehen. Und dann haben Sie sozusagen ein gutes Gefühl. Aber wenn wir jetzt mal die Dinge direkt benennen. Also, das ist eine Folie, ich habe das in London in der U-Bahn mitgenommen vom Evening Standard. Das war, dass die 85 reichsten Menschen der Welt, das war von 2014, so viel besitzen wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Das ist schon mal an sich erstaunlich. Heute sind es nur noch 26, ja? Und in 2 Jahren werden es nur noch 10 sein. Obwohl diese ärmere Hälfte wächst, zwischen auf 3,8 Milliarden, werden es immer weniger, die so viel Vermögen besitzen, wie diese ärmere Hälfte. Das ist eine völlig bizarre Unverteilung, Schieflage in der Vermögensverteilung auf diesem Planeten. Nicht? Dann haben wir die Rückkehr des Nationalpopulismus, nenne ich es mal, die Plastikvermüllung. Ich habe einen Vortrag auf der ITB in Berlin gehalten dieses Jahr, am sogenannten Sustainability Day, war gut besucht. Das Partnerland bei der größten Reisemesse der Welt war Malaysia. Nun, Malaysia ist im Augenblick das Hauptziel des Plastikmüllexports aus den westlichen Industriestaaten. Warum? Weil China einen Einfuhrstopp gemacht hat. Das Traumziel für Plastik, das ist Malaysia im Wesentlichen. Ja. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen, zum Wahnsinn der industriellen Landwirtschaft. Und ich habe mal versucht, ein paar Begriffe hinzuschreiben, wie eine bessere Moderne aussehen kann. Und die Begriffe, die lasse ich mal hier für die Diskussion. Zirkulär statt inflationär. Seit 1750 etwa leben wir in diesem inflationären Universum. Übrigens auch Zinsen machen nur Sinn bei einer ständig expandierenden Wirtschaft. Die Leute fragen sich jetzt, warum die Zinsen so niedrig sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir aus der Phase der inflationären Wirtschaft langsam herauskommen. Also wir müssen in eine Kreislaufwirtschaft eintreten. Dann haben wir im Wesentlichen die völlige Entleerung des ländlichen Raumes, jedenfalls in den fortgeschrittenen Ländern, durch konzentrische Entwicklung in konzentrischen Kreisen um die Metropolen wird eigentlich alles kulturelle Leben und alle Wertschöpfung organisiert. Wenn Sie aber in der Weltgeschichte zurückschauen, was waren die großen Kulturepochen der Menschheit? Die waren alle polyzentrisch. Ja? Das war in Mesopotamien so. Das war in der griechischen Polis ohnehin so, das war in der Renaissance so, die oberitalienischen Städte, das war sogar in Deutschland im 19. Jahrhundert so, Weimar und so weiter. Nicht? Das heißt, wir müssen von der Konzentrik zur Polyzentrik zurück.
Drittens, solidarisch statt rein profitorientiert, das muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären. Und dann eben entscheidend evidenzbasiert, die Zahlen, die Wahrheit, statt eben einfach von Interessen getrieben, wo es überhaupt keine Rolle spielt. Ich diskutiere manchmal mit Politikern, man zeigt ihnen ein weißes Blatt und sie sagen, es ist schwarz. Man zeigt ihnen ein schwarzes Blatt, sie sagen, es ist weiß. Wenn man sie fragt, warum, dann sagen sie, weil ich es will, dass es so ist. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Meinung. Das würde alleine ausreichen, um nicht nur das Erbe der Aufklärung zu zerstören, sondern unsere Zivilisation in den Ruin zu treiben. Jetzt gebe ich Ihnen nur zwei Beispiele zum Abschluss, wie eine bessere Moderne aussehen könnte. Eine Sache ist die, wir brauchen, vor 100 Jahren ist ja das Bauhaus gegründet worden in Weimar, wir brauchen ein Neubauhaus, wir brauchen einen Ort, wo wir über Architektur im 21. Jahrhundert nachdenken. Und ich beginne mit den Materialien, die müssen kohlenstoffnegativ sein. Das Holz natürlich. Wir haben eine Studie dazu gemacht, dass man 30% der globalen Emissionen vermeiden könnte teilweise die Atmosphäre wieder reinigen von CO2, wenn alle neuen Häuser aus Holz gebaut würden. Technisch ist das längst darstellbar. Aber dann würde auch die Formensprache sich verändern, die Ästhetik, das Design, nicht? Selbst die Kunst würde sich verändern. Also das ist ein konkreter Vorschlag, den ich Ihnen vermitteln möchte, dass wir eine neue Architektur im 21. Jahrhundert entwickeln, und zwar mit natürlichen Materialien. Und das Zweite, was vielleicht noch schockierender ist, ist das hier. Wenn wir überhaupt nur Demokratien haben, auf diesem Planeten, autokratische Staaten schließe ich schon mal aus, dann sind sie oft eben unter diesem Druck des Nationalpopulismus. Aber selbst dort, wo sie noch funktionieren, sind sie eigentlich gelähmt und unfähig, große Fragen wirklich rechtzeitig zu bewältigen, anzusprechen. Das hat die Vertreterin von Fridays for Future auch nochmal gesagt. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass die Machteliten völlig erstarrt sind. Sie brauchen ein bestimmtes Netzwerk. Es ist extrem schwer. Die Grünen haben es zwar geschafft, bis ins Establishment hinein, aber wer weiß, wohin der Weg führt und ob es ihnen nicht genauso geht, dass sie am Schluss korrupt und saturiert werden. Die Gefahr besteht für jeden Menschen. Ich will mich selber nicht ausnehmen. Aber das liegt daran, dass wir eigentlich die falsche Form von Demokratie haben. Weil die Urform der Demokratie war gerade vor kurzem wieder in Athen. Auf der Agora in Athen stand diese Maschine vor fast 2.500 Jahren, das sogenannte Klerotherium. Jedes öffentliche Amt im Attika wurde ausgelost. Und es gab nur eine Amtszeit. Und jeder Bürger, jeder Vollbürger musste sich dafür zur Verfügung stellen. Sie brauchen nie mehr Wahlkampf betreiben. Es gibt keine Korruption. Niemand muss die Deutungshoheit verteidigen. Man wird am Schluss nur so bewertet, wie man dem Gemeinwohl gedient hat, in der Zeit, wo das Los auf einen gefallen ist. Das hört sich erstmal auch verrückt an, aber Sie wissen, dass die Iren in der Abtreibungsfrage diese Citizen Council, Citizen Assemblies eingesetzt haben. Und die kamen tatsächlich mit einer Lösung, was undenkbar schien. Also ich schlage Ihnen das jetzt nicht vor, dass Sie das als Partei auf Ihre Fahnen schreiben. Ich glaube aber, dass das eigentlich die Urform und die einzig gültige Form der Demokratie wäre. So, jetzt habe ich Ihnen ziemlich viel zugemutet. Ich habe Ihnen ziemlich viel zugemutet und es soll ja ein bisschen Zeit für Debatte noch sein. Ich habe gehört, dass dieses Publikum immer sehr diskussionsfreudig ist, aber ich will jetzt noch enden mit einem positiven Ausblick und dazu zwei Folien nur. Wir Wissenschaftler werden ja oft belächelt, Cassandra, Predige in der Wüste, was so alles kommt.
Und es ist tatsächlich so. Seit 30 Jahren versuche ich, diese Wahrheiten zu verbreiten. Manchmal gibt es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, das sind so Konjunkturzyklen, dann wieder weniger. Aber jetzt im letzten Jahr hat sich alles verändert tatsächlich. Und es ist ein bisschen wie die Plattentektonik, Kontinentalverschiebung. Ne? Da bauen sie ganz lang Spannung auf und irgendwann gibt es einen Ruck und eine Platte schiebt sich in die andere und das ist irreversibel. Und diese Plattenverschiebung hat jetzt stattgefunden und es gibt jetzt zwei Instanzen, zumindest auf diesem Planeten, die der Wissenschaft zuhören, also die Grüne Partei außerdem noch, aber zwei andere Instanzen, die nicht direkt damit zu tun haben, die plötzlich sagen, die Wissenschaft ist unsere Richtschnur, das ist der Maßstab, an dem wir uns orientieren. Ne? Wenn Sie das in einer Aktionärsgesellschaft sagen, dann sagen die, so gut und schön, aber wie ist meine Rendite? Wenn Sie das in einer normalen Partei erzählen und sagen, es ist ja gut und schön, was Sie uns erzählen, aber ich muss auf die nächste Wahl schauen, ich muss die Landtagswahl gewinnen, wie auch immer. Also es gibt eben zwei Instanzen, die der Wissenschaft inzwischen zuhören. Das ist hier Fridays for Future. Greta Thunberg hat uns besucht vor kurzem. Sie ist ein unglaublich zierliches kleines Mädchen, aber mit einem messerscharfen Verstand. Und sie hat im Grunde genommen eigentlich nur die Bremse gelöst, weil die jungen Menschen weltweit sich längst Sorgen machen. Und das Bemerkenswerte ist, sie sagen überall, die Wissenschaft ist unser Maßstab. Denen ausgerechnet vorzuwerfen, dass sie das Wissen verachten, weil sie die Schule schwänzen, ist das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Ja, und zweitens, Wunder gibt es immer wieder. Mit meinem Kollegen Ottmar Edenhofer, der mal Jesuit werden wollte, haben wir immer darüber gesprochen, was man eigentlich bräuchte, wäre eine Enzyklika des Papstes zum Klimawandel. Und ich bin Mitglied der Päpstlichen Akademie und hier ist ein Bild, auf dem selbst ich zu erkennen wäre, wenn das Licht besser wäre. Aber Sie sehen diese weiße Gestalt da vorne, das ist Papst Franziskus. Und man muss sich das mal vorstellen, das ist die konservativste Institution der Welt. Und ausgerechnet dieses setzt sich an die Spitze der Klimabewegung. Mit anderen Worten, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn der Papst und Greta Thunberg sich zusammentun, dass wir diesen Planeten nicht retten könnten. Vielen Dank.